Ja, meine ich ja. Und was hast du jetzt gesagt? Entschuldigung, ich glaube, dann habe ich falsch Von der verstanden. 6, von der 6 auf die 5. Von B6 auf B5. Hä? Die steht da schon, die Figur. Nein, die war auf der B. Okay. Die war auf B, auf B6 war die gestanden. Okay. Und jetzt auf B5, alles klar. Ach, warte, stopp, warte. Oh. Ich rüste mir in den Zeilen. Nee. Noch einmal. B5 stimmt schon, hast du recht gehabt. Ich habe es mit D verwechselt. Also D auf die 6. Von der 6 auf die 5. So. Okay. Mädel zusammen. Nachdem unser Mädelfränkischer Garry Kasparov gestern seine Schachkünste zum Besten gegeben hat, wie ihr in den Ausschnitten davor ja auch sehen konntet. Ich fand zumindest waren die zwei Highlight-Ausschnitte aus dem gestrigen Stream für mich und auch jedem von euch, dem es wie mir geht meistens, und zwar der sich diese Kack-Streams auf TikTok nicht mehr angucken kann, weil sie einfach unerträglich sind, dem kann ich den gestrigen Stream dann doch tatsächlich ein bisschen ans Herz legen. Also zumindest die Schachsession hatte einige unterhaltsame Momente drin. Wir wollen heute aber nicht übers Schach reden, sondern auch übers Taktieren irgendwie, aber nicht über Gesellschaftsspiele. Wir wollen über TikTok reden und wir wollen vor allem darüber reden, wie das mit der Kohle da eigentlich momentan abläuft. Also die Frage wird ja immer wieder gestellt, ich habe sie mir auch schon unzählige Male gestellt. Also wir wissen zwar, was Rainer estimated jeden Monat verdient. Danke dafür an Inge, der das jeden Monat praktisch neu berechnet und ja, schaut, wie das aussieht genau. Also mit seinem Skript, wo während dem Stream läuft. Das ist natürlich eine super praktische Angelegenheit. Aber man kann sich ja dann trotzdem auch die Frage stellen, wie läuft es im Hintergrund genau ab? Und die viel größere Frage, die sich natürlich jetzt aktueller gibt, wie verhält sich das denn mit Katal und wie verdient denn Katal jetzt an Rainer wirklich Bahne und Kohlen? Und lohnt sich das denn für Katal eigentlich? Also das sind ja so die großen Fragen, die sich ja viele Leute in letzter Zeit stellen. Und ich versuche die jetzt mal zu beantworten, so gut wie es geht. Vorweg wollte ich noch ein paar Dinge zur TikTok-Staffel sagen. Also man muss schon dazu sagen, dass die TikTok-Staffel aktuell ein bisschen ausblutet. Also die View-Zahlen gehen zurück und auch Rainers Abos haben sich von knapp 500 Leuten halbiert. Oder ich glaube sogar mehr als halbiert. Ich glaube mittlerweile sind wir unter 200 Bezahlabos. Gestern zumindest im Livestream, als ich mal kurz reingelinst habe, waren es 195. Also wir haben da eine große Reduktion. Was ja wiederum auch bedeutet, dass da natürlich eine Reduktion der Einnahmen vorhanden ist. Also ich habe gestern nochmal Inge gefragt. Pro Abo verdient Rainer ungefähr 2,10 Euro. Das heißt, bei roundabout 200 Abos reden wir da halt auch von knapp 400 Euro, also ein bisschen mehr wie 400 Euro, 420 Euro sogar, die Rainer mit TikTok oder mit seinen Abos dort verdient. Und zuvor war das sogar noch mehr. Also zuvor haben wir sogar von 800 bis 900 Euro gesprochen, als er noch seine 500 Abos hatte. Das ist aber jetzt Geschichte. Also diese Summe wird immer kleiner. Da stellt man sich natürlich jetzt vor allem noch mehr die Frage, lohnt sich das? Gehen wir erstmal auf die Basics ein. Also wie ist das eigentlich mit TikTok? Wie ist eigentlich der Einstieg und so weiter? Weil das ist ja auch schon mal eine Frage des Aufwands. Also wenn ich natürlich, wir werden dieses gesamte Video im Endeffekt so ein bisschen aus der Sicht von jemandem besprechen, der ja das gleiche machen möchte wie Katal. Und wenn wir uns natürlich da mal die Plattform TikTok angucken, also blöd gesagt, wir haben jetzt unseren Masthof für unseren Speckbeppo sozusagen. Wir haben uns einen Speckbeppo besorgt wie den Rainer. Der ist ein bisschen doof, der ist ein bisschen wonglig und der hat viele Hater. Und jetzt wollen wir damit richtig viel Geld verdienen. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, wo wollen wir das tun? Und klar, in dem Fall werden wir jetzt über TikTok reden, aber es lohnt sich trotzdem auch mal noch kurz die anderen anzusprechen. Das Ding ist halt, ich könnte natürlich jetzt auch zu Twitch gehen. Bei Twitch habe ich aber schon mal das Ding, dass die Einstiegshürde viel höher ist als bei TikTok. Twitch hat eine relativ harte Competition und Twitch ist auch eine sehr reglementierte Plattform, also die Mods sind dort sehr aktiv, weshalb solche Konzepte dort schon mal schlechter funktionieren.
Dann hätte ich die Möglichkeit natürlich irgendwie zu Kick zu gehen oder auch YouTube Live irgendwie zu machen oder auch noch andere Plattformen zu nutzen. Die teilen sich aber meistens alle die gleiche Qualitätsanforderung, könnte man sagen. Also man braucht zumindest einen Computer, eine Kamera, die nicht allzu schlecht ist und vielleicht sollte der Hintergrund noch schick ausgeleuchtet werden. Das wollen wir uns aber sparen. Das sind ja Kosten, die müssten wir praktisch ausgeben für Rainer oder in dem Fall für unser Bastkuh, die wir uns da besorgt haben. Das wollen wir uns sparen. Also steigen wir rein in TikTok und da ist der Einstieg natürlich super niederschwellig. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Smartphone und einen Wi-Fi-Zugang und 1000 Abos. Also, dass man auf TikTok wohl regulär streamen kann, werden 1000 Abos benötigt. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja gut, das ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, den die ganze Angelegenheit kostet, diese Abos praktisch zu erreichen. Ich habe mir das mal angeguckt, also ich habe mal einen Test-Account angelegt vor kurzem, ist eigentlich schon ein paar Wochen her, weil ich mal wissen wollte, wie schnell das eigentlich geht, dass so ein Account streamingfähig wird, weil ich das gar nicht verstanden habe, warum diese Leute eigentlich alle 1000 Abos haben. Und man muss wirklich sagen, es reicht eigentlich, wenn man ein paar Videos liked, ein paar Mal kommentiert und so weiter und so fort, dann hat man schon nach einer guten Woche eigentlich 500 Abos voll, ohne große Probleme. Und selbst wenn man sich den Aufwand nicht betreiben möchte, dann kann man einfach auch ins Netz gehen und sich bei gewissen Webseiten Abos kaufen. Die kosten wenige Euro. Ich werde mal einen Screenshot hiervon einblenden von einer dieser Seiten, damit ihr da mal so einen Vergleichswert habt. Also dann können wir schon starten. Das heißt, am Ende, wir hatten... Welche Ausgaben hatten wir jetzt bisher? Wir hatten das Smartphone, gut, das wird die Person wahrscheinlich schon besessen haben. Es muss ja auch nicht das Beste sein. Also Qualität spielt auf TikTok wirklich keine Rolle. Sound wie videotechnisch nicht. Ich habe den Wi-Fi-Zugang, den ich brauche. Gut, der wird wohl vorhanden sein und im sonstigen Fall wird es auch nicht allzu teuer sein. Und ich habe jetzt meine 1000 Abos besorgt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich rein starten ins Stream. Jetzt sind wir rein im Stream. Unser Reini 2.0 sozusagen meddelt da jetzt in seinen Streams rum und es kommen Leute rein. Jetzt wollen wir natürlich Geld erwirtschaften mit der ganzen Sache. Jetzt gibt es bei TikTok natürlich zwei Varianten und zwar entweder ich habe Abos, also Leute abonnieren mich kostenpflichtig. Rainers Abos eben, wie gesagt, haben sich um die, ich glaube von 500 jetzt eben auf 195 Stand 19. September runtergerechnet. Das heißt, klar, das ist geschrumpft. Also ich kann entweder über Abos meine regulären Monatseinnahmen erreichen oder halt eben über diese Geschenke und über die Coins. Und diese Coins, die werden wir uns auch gleich mal genauer angucken. Das ist nämlich relativ interessant, weil sich Leute, die natürlich dann über unseriöse Methoden sozusagen einen Reibach über TikTok machen wollen, die bedienen sich gewisser Elemente. Also wie funktioniert das? Zum Beispiel der Ofi hatte vor kurzem in einem seiner Videos einen Heise-Artikel, glaube ich, eingeblendet. Den habe ich mir auch mal kurz durchgelesen in der Recherche. Ansonsten werde ich ihn hier auch nochmal in die Verlinkung hauen. Den kann ich empfehlen. Da wird zum Beispiel eine dieser Mechanismen beschrieben. Und zwar der Kreditkartenbetrug. Da fängt schon mal an. Also das ist wohl mittlerweile eine der beliebten Arten und Weisen, auf TikTok Geld zu erwirtschaften. Wie funktioniert das im Detail? Das ist eigentlich relativ einfach und zwar man besorgt sich Kreditkarteninformationen, die kriegt man meistens nicht aus dem Clear Web, sondern aus dem Dark Web auf den entsprechenden Seiten. Die gibt es dann da für Summe X sozusagen, das sind dann Kreditkarteninformationen von irgendwelchen Leuten, die halt über irgendwelche Datenlecks sozusagen in die Hände gekommen sind. Und dann wird praktisch mit diesen Kreditkarteninformationen Coins gekauft. Diese Coins werden dann auf, man könnte sagen Alibi-Konten aufgeladen, also auf irgendwelche Wegwerfkonten. Und diese wiederum geben diese Konten dann bei Streamern aus, die sozusagen mit den Geldwäschern, könnte man sagen, in einer Gruppe hocken. Das heißt im Endeffekt, wie funktioniert es? Ich habe halt also mein Geld aus dem Kreditkartenbetrug, das würde aber auch genau gleich mit Schwarzgeld oder anderem Geld aus unseriösen Quellen funktionieren, das ich irgendwie sauber kriegen muss oder zumindest deren Herkunft ich irgendwie verschleiern muss. Das heißt, ich zahle dieses Geld ein. Ich muss das nicht mal über TikTok tun, so wie ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, wie seriös diese Websites im Einzelnen sind, aber man kann wohl diese Coins auch auf anderen Websites kaufen. Das heißt, die Möglichkeit, glaube ich, seine eigene Identität da schon mal zu verschleiern, irgendwie ist nicht so schwer. Das heißt, man hat dann dieses Geld eingezahlt in Coins.
Also ich könnte das im Endeffekt mit jeder Quelle von unseriösem Geld tun, zahlt es auf TikTok ein, zahlt es an meinen Streamer und der zahlt mir das dann wiederum zurück. Der kann sich das natürlich dann auszahlen lassen und das nicht nur in Deutschland, der könnte es natürlich auch auf ein Auslandskonto schaffen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten und Wege der Verschleierung sind hier eigentlich ziemlich offen. Das Einzige, was man natürlich hierbei hat, ist dieser sogenannte Verlust. Und der würde ungefähr bei 20-30% liegen. Je nachdem, über was für Geld und aus welchen Quellen wir da reden und über den Aufwand, den man sonst betreiben müsste, um dieses Geld sauber zu kriegen, könnte es sein, dass sich das schon lohnt. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass bei Rainer im Stream über Kartall irgendwie nur Kreditkartenbetrug Geld gewaschen wird oder ja Schwarzgeld, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass gerade letzteres eventuell schon eine Möglichkeit und Variante wäre. Wir wissen ja, dass der Herr C. zumindest in der Gastro- und auch Event-Szene unterwegs ist und da auch eigentlich sein Lohn und Brot verdient. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wie leicht es ist, im Endeffekt gerade im Event- und Gastro- oder Veranstaltungsbereich eine Schwarzkasse anzulegen und diese dann eventuell über TikTok sauber zu machen. Die Möglichkeit besteht. Das wäre auch gar nicht so unrealistisch. Das würde eventuell auch gewisse Unterschiede sozusagen in den Monaten erklären. Da werden wir dann aber nochmal in einem anderen Video, in Teil 2, darauf zu sprechen kommen, wo wir uns dann nochmal ganz speziell damit auseinandersetzen, wie sehr sich das für Kartall eventuell lohnen könnte. Genau, also die Möglichkeit gibt's und die Vermutung ist auch ein Stück weit vorhanden, dass das eventuell passieren könnte. Es ist aber sehr unrealistisch eben, dass das die einzige Art und Weise ist, wie Rainer da praktisch aktuell ausgebeutet wird. Ich habe mir das eben angeguckt und ich habe ja gerade eben auch schon mal gesagt, dass eben beispielsweise 70 Coins in Deutschland 1,24 Euro kosten. Wenn man jetzt mal guckt, dann gibt es mittlerweile unglaublich viele Leute, die sich natürlich auch darüber oder damit auseinandergesetzt haben, wie man denn mit TikTok Geld verdienen kann. Und gar nicht mal so wenige Webseiten erklären einem einen ziemlich einfachen Trick. Und den werden wir jetzt einfach mal auf Basis des Monats Juni abhandeln. Im Juni hat Rainer sage und schreibe 4.807,36 Euro verdient. Da das ungefähr 80% praktisch von dem ist, vermutlich was eingezahlt wurde, ist von auszugehen, dass Rainer im Verlauf dieses Monats durch irgendwelche unbestimmbaren Quellen 6.009,02 Euro sozusagen geschenkt wurden im Stream. Diesen Preis müsste ich praktisch in Deutschland zahlen, um äquivalent 4.800 Euro einem Streamer zukommen zu lassen. Wenn ich jetzt aber mal im Ausland gucke, und das ist eben der Tipp, den allen viele Seiten geben. Während ich in Deutschland für 70 Coins 1,24 Euro zahle, zahle ich in der Türkei beispielsweise schon nur noch 23 Cent. Ich weiß, es gibt Paketpreise und wenn ich, keine Ahnung, 1000 Coins zahle, zahle ich auf den einzelnen Coin natürlich weniger, als wenn ich nur 70 Coins kaufe. Kleine Sache lassen wir einfach mal außen vor für dieses Video, sonst wird es wesentlich zu komplex. Aber im Prinzip sehen wir schon hier, ich habe die Möglichkeit, praktisch diese Coins in einem anderen Land günstiger zu besorgen. Was bedeutet das genau? Also während ich in Deutschland pro Coin 1,7 Cent zahle, zahle ich in der Türkei pro Coin tatsächlich nur 0,33 Cent. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Also wir reden hier in Deutschland von der fünffachen Summe sozusagen, die mich der Coin kostet. Was ja aber auch im Umkehrschluss wieder bedeutet, ich kann mir dieses Tool zunutze machen. Und genau das wird auch getan und das ist auch relativ einfach. Man braucht im Endeffekt nur einen VPN, der ja, lässt sich einfach zu besorgen und auch zu installieren. Und dann kann die ganze Sache schon losgehen. Man kann nämlich diese Coins einerseits eben über TikTok erwerben, aber wie ich gesagt habe, auch schon über andere Seiten. Wie seriös das im Detail ist, weiß ich nicht. Manche Seiten bieten das sogar an, direkt Coins schon aus gewissen Ländern zu kaufen. Ob die dann ja, seriös sind, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, über TikTok direkt über einen VPN zum Beispiel Coins aus der Türkei zu kaufen. Und wenn man sich das dann mal durchrechnet, dann kommen wir doch eigentlich wieder in einen Bereich, wo man doch drüber spekulieren könnte, ob sich die ganze Geschichte nicht lohnt. Während wir in Deutschland, um Rainer 4.807 Euro zukommen zu lassen, über TikTok 6.009,02 Euro zahlen müssten, müssen wir in der Türkei nur 1.201,84 Euro dafür zahlen. Das heißt, wir sehen, ich steige praktisch mit einem Fünftel ein
und habe nachher 5 Fünftel. Also im Endeffekt kann ich jeden Wert, den ich in türkischen TikTok-Coins kaufe, über das Auszahlen bei einem deutschen Streamer verfünffachen. Und da wird es dann schon interessant, weil das wäre auf jeden Fall anzunehmen, dass Leute, die sich natürlich ganz bewusst versuchen, irgendwie über TikTok Geld zu erwirtschaften, dass die sich damit auseinandergesetzt haben. Wir haben hier eben unseren Karl Dall, der ja auch zumindest mal, soweit ich weiß, türkischer Staatsbürger war. Das heißt, der auch dem Türkischen mächtig ist und der auch Leute in der Türkei kennt, der bestimmt auch Wege dorthin hat. Das heißt, da kommen wir nämlich dann zu einer Spekulation, die ich jetzt einfach mal anführe, aber von der ich vermute, dass sie so ist. Wir haben Rainer, der streamt eben jetzt regelmäßig und die Abozahlen schwinden und auch die Zuschauer. Das ist aber am Ende eigentlich völlig egal, denn wir haben ja diese TikTok-Coins aus der Türkei, die wir Rainer praktisch regelmäßig auszahlen. Das heißt, wir gehen hin als Karl Dall in eventuell, man weiß es ja nicht, wir spekulieren jetzt einfach mal, ich möchte ja nicht sagen, dass es so ist, aber nehmen wir mal an, wir als Karl Dall, wir haben irgendwie regelmäßig Summe X Schwarzgeld oder Summe X aus anderen unseriösen Quellen, dann nehmen wir das und stecken das regelmäßig in türkische Coins und dann zahlen wir das einfach über irgendwelche Dullis auf TikTok auf unsere Cash Cow ein. Was haben wir daraus? Wir haben sauberes Geld, das verfünffacht wurde. Und das ist, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie lukrativ das wäre für jemanden, der das betreiben möchte. Und das macht es auch wahnsinnig realistisch, dass das genauso läuft. Und ich vermute auch, dass es so läuft. Wie gesagt, unser Karl Dall ist immer noch im Veranstaltungsgewerbe tätig. Er macht regelmäßig, so wie ich das verstanden habe, Veranstaltungen. Zumindest hat er auch das mir gegenüber gesagt. Das heißt, da wird regelmäßig auch noch Geld erwirtschaftet, das ja irgendwo hin muss. Ich finde über Karl Dall aber dann ja keine Firma, die das ja irgendwie abrechnet. Also in der Regel müsste man eigentlich schon sagen, jemand, der eine Eventagentur hält, unterhält, der könnte natürlich auch ein Einzelunternehmer sein oder irgendwie irgendeine andere Rechtsform, die dann nicht irgendwie öffentlich erwähnt werden muss. Das ist natürlich auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Es ist aber nicht die Regel und meistens findet man Eventagenturen, weil die eben im Handelsregister oder in anderen Registern eingetragen sind. Das finde ich bei Karl Dall nicht im Endeffekt. Also wenn ich nach seinem Namen suche, finde ich da keine Einträge und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie wird dieses Geld, das denn da erwirtschaftet wird, abgerechnet? Und es ist bestimmt nicht attraktiv, das übers Finanzamt zu tun. Und da bietet natürlich dann einem die Plattform TikTok einen interessanten Ausweg. Und ich glaube auch, dass es genauso läuft. Und deswegen sind diese ganzen Abos und auch die ganzen View-Zahlen aktuell völlig irrelevant. Natürlich ist es nett für unseren, ja, Zuhälter, was auch immer, Dulli aus Plauen, wenn da irgendwie noch regelmäßig 4, 5, 6, 700 € über Abos zusätzlich reinkommen. Aber am Ende ist es auch egal. Denn es geht wahrscheinlich, so wie ich das verstehe, nur darum, am Ende das Geld wegzuschaffen, was man wohl eh schon gehabt hätte. Und das würde auch erklären, warum man zuvor einen Jason bedient hat, der jetzt völlig rausfällt, der auch ähnlich labil war, da man, so wie ich das glaube ich verstehe, einfach nur eine Person braucht, auf dessen Namen man das tut. Ich glaube auch, dass das auch als eine Art Rückversicherung dient. Also am Ende kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht wirklich was, ja, Unseriöses, vielleicht sogar was Kriminelles dahinter steht. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man nicht als Karl Dall dafür den Kopf hinhalten muss, sondern als Rainer Winkler, wenn der das für einen tut, weil natürlich diese ganzen unseriösen oder dieses ganze Geld, das ja im Endeffekt ja aus illegalen Quellen kam, über ihn gewaschen wurde, dann bleibt an mir natürlich erstmal nichts kleben. Zumindest könnte man davon ausgehen. Ich vermute aber trotzdem, sollte sich das wirklich so verhalten und auch sollten Finanz- oder Ermittlungsbehörden jedweder Natur da vielleicht doch mal ein Auge drauf werfen, dann wird es einen am Ende auch nicht schützen. Das soll es mal gewesen sein mit dem ersten Video. Es ist eine Kleinigkeit, ich habe es in den letzten Tagen ein bisschen recherchiert und habe gedacht, ich trage euch das jetzt einfach mal zusammengefasst vor. Es macht für mich einen sehr validen Eindruck und wir werden in Teil 2 dieses Videos, der in dieser Woche irgendwann die Tage kommen wird. Ich weiß noch nicht wann. Ich vermute eher gegens Wochenende. Da werden wir dann auch noch mal mehr drauf eingehen, ob sich das dann wirklich auch im Detail für Kartal wirklich lohnt. Also ich habe mich da wirklich ein bisschen hingehockt und habe auch versucht, ein bisschen auszurechnen, was kostet Rainer den Kartal eigentlich? Wie sieht es denn aus mit den Monaten? Also ich habe mir als Beispielmonate die Monate Juni, Juli und August rausgenommen, wo wir das einfach beispielhaft ein bisschen abhandeln werden und dann am Ende
Ende resümieren und mal schauen, was denn da so grob über den Daumen gepeilt eigentlich rumgekommen ist. Denn ich denke schon, dass da irgendwas Komisches dahinter steckt, dass Rainer jetzt auf einmal wieder einen festen Ort hat, regelmäßig streamt und irgendwie, ja, eigentlich ihn nichts harmen kann sozusagen. Da ist auf jeden Fall irgendwas nicht normal und ich bin einfach mal gespannt, was da rauskommen wird. Ich vermute, dass es so ist, wie wir uns das alle momentan vorstellen, aber das wird wahrscheinlich nur die Zeit zeigen. Genau, bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, bevor ich mich wieder zu viel verzettel. Auch wenn ich gehört habe, ihr mögt es ja sehr gerne, es hat mich auch sehr gefreut, um zu abschließen nochmal zu sagen, also vielen Dank nochmal für das Feedback auf dieses letzte freie Laber-Video, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, wir werden das ja auch nochmal tun in nächster Zeit, denn es gibt ja in letzter Zeit immer wieder Dinge, über die man einfach so frei von der Leber wegreden kann und da werde ich die Chance einfach nutzen. Genau, bis zum zweiten Teil oder einem anderen Video eben wünsche ich euch eine gute Woche und verbleibe mit Mellow. Ach so, die. Ja, geht ja nur eins. Ich, sag auch bitte Dora und Bertha am besten. Okay? Ja, ich verwechsel das aber auch anders, weil ich mit diesen scheiß Zahlen tue ich mich schon. Das ist die scheiß Legasthenie hier. Weißt du, da habe ich immer mit B und D Probleme gehabt. Ja. Also, eins war davor quasi schnell runter. Ja, hab ich. Jetzt. Ah, nice. F3. Auf ja. B5. Ah nein, Scheibenkleister, nein, auf... Doch, B5 hast du gesagt. Das habe ich vorhin schon vorbereitet, diesen Zug. Und du hast B5 gesagt. Nein, echt, was? Doch. F3? Achso, warte. Auf. Nee. Auf E5 meinst du. F3, warte mal.